Ja, hallo, liebe Hertha-Fans. Freue mich jetzt erstmal auf eure ganzen Fragen und bin jetzt hier, die zu beantworten. Freue mich natürlich drauf und ja, jetzt legen wir los, würde ich sagen. Ja, muss sagen, es war das erste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Grandiose Stimmung und hat sich dann auch ja, über die ganzen Heimspiele einfach hinweggezogen. Sensationell, wenn du schon mit dem Bus losfährst, vom Hotel aus, kommst immer näher ans Stadion und siehst dann den einen oder anderen, die eine oder andere und freust dich einfach auf das Heimspiel mit dem Wissen, Ostkurve ist voll, Haupttribüne, Gegentribüne ist weitestgehend voll und von daher ist, was die Stimmung angeht, ist es schon überwältigend, wie wir das fabriziert haben, gemeinsam die ersten Heimspiele. Das Leben in Berlin, ja, ist natürlich, hat viel mit Fußball zu tun, Olympiastadion, Olympiagelände und dennoch haben wir uns gut eingelebt als Familie, Kinder gehen zur Schule und ja, von daher fühlen wir uns sehr wohl, was Berlin betrifft, was die Stadt betrifft und mit dem Wissen aber, dass wir noch nicht alles gesehen haben, aber das Wichtigste ist Olympiastadion. Okay, was Klassenclowns betrifft, also ich würde sie jetzt nicht so bezeichnen, aber die sind, wir haben einige, die verantwortlich sind für echt gute Stimmung, die ständig am Lachen sind. Djanga Bözius kennen wir alle, jeden Tag am Lachen, jede Minute am Lachen. Dann haben wir Jonjo Kenny, der Engländer, wo man trockenen Humor hat, der Kerl. Mein Lieblingsessen. Boah, das ist eine geile Frage, ehrlich gesagt, mein Lieblingsessen. Die Frage musste ich letztes Mal beantworten, da war ich in der Grundschule, da gibt es ja diese Alben, da wurde, was ist dein Lieblingsessen? In der Zeit konnte ich überlegen, würde ich sagen, italienische Gerichte, also das Querbeet, irgendwelche Spaghettis mit irgendwelchen diversen Soßen, da bin ich ein großer Freund von. Ja, was die nächsten Ziele betreffen, ist so, dass wir jetzt noch eine Woche hier im Trainingslager sind, dass wir natürlich inhaltlich weiter vorankommen wollen, haben jetzt den Schwerpunkt in dieser Woche, was Defensivverhalten angeht, Boxverteidigung angeht, unser Miteinander weiter stärken, haben wir große Schritte jetzt auch wieder in dieser Woche gemacht und dann einfach das Ziel zu haben, sehr gut präpariert bei den Spielern in VfL Bochum aufzulaufen. Ja, was Datenanalyse betrifft, bin ich ein großer Freund davon, sich auch damit zu beschäftigen, aber immer auch eine Verbindung zu setzen zu dem, was man dann auch tagtäglich sieht in den Trainingseinheiten, dann auch logischerweise im Spiel. Ich finde, dass wir auch, was Scouting-Team betrifft, bei uns im Club sind wir sehr gut aufgestellt und bekommen super Inhalte vermittelt, dann auch anhand der Daten. Die Daten natürlich dann auch im Zusammenhang mit unseren Spielprinzipien und der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir verteidigen wollen. Und deswegen ist es ein wichtiger Gradmesser, sich auch dort anhand von Zahlen ein Feedback zu holen. Und das, was ich eingangs schon gesagt habe, natürlich dann aber auch in diesen persönlichen Gesprächen mit dem Spieler und aber auch deine subjektive Wahrnehmung, die du hast am Spielfeldrand, beziehungsweise dann auch später am Laptop, wenn du das dann dir auch nochmal 90 Minuten anschaust. Interessen fernab des Fußballs, ja, aber die beschränken sich dann in allererster Linie darauf, die man dann im Urlaub tut, logischerweise andere Sportarten, Tennis spielen, Freunde treffen, reisen sehr gerne. Und aber was den Alltag betrifft, ist es dann auch so, dass klar, dass der Beruf, Familie, all das im Vordergrund steht und die anderen Freizeitaktivitäten dann meistens im Urlaub stattfinden. Ich muss sagen, Döner oder Currywurst, das ist eine geile Frage. Was ich sagen kann, ist, beides dieser Mahlzeiten habe ich schon zu jeder Tages- und Nachtzeit gegessen. Das muss ich sagen. Also es ist so. Deswegen, je nach Laune, kann ich mich da schwer entscheiden. Also ich esse beides und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Lieblingsserie, Lieblingsfilm? Ehrlich gesagt, wenig. Also was das betrifft, Lieblingsserie schon gar nicht, weil ich nicht derjenige bin, der geduldig sich irgendwie 27 Folgen anschaut, um dann am Ende herauszufinden, was dann dabei rauskommt. Ein Film ist es dann schon mal eher, aber ein Lieblingsfilm, ehrlich gesagt, ist dann schon eher, was den Fußball betrifft, mein Lebensmittelpunkt und leider des Öfteren auch abends, was ich dann an Fußballspielen schaue im Fernsehen.
aktuelle Mentalität. Ich glaube, dass das jeder Einzelne auch schon im Stadion gespürt hat im letzten halben Jahr. Ich finde herausragend, wie die Jungs mitziehen in der alltäglichen Arbeit, wie sie miteinander umgehen in der Kabine. Und es ist ein wichtiger Gradmesser für uns auch. Es ist ein wichtiger Bestandteil auch, wo wir auch im Sommer immer wieder darauf hingewiesen haben, wie wir als Gruppe auch wahrgenommen werden möchten, wie wir mit Widerständen umgehen. Und kann nur sagen, dass sich genau das auch wieder bestätigt hier in dieser Trainingswoche zu Beginn des Jahres, dass die Jungs super mitziehen, dass sie sehr aktiv sind, sehr fleißig sind, Spaß dabei haben, darf man auch nicht vergessen. Und deswegen bin ich begeistert, echt begeistert von unseren Jungs, wie sie jeden Tag hier auftreten für unseren Club. Größtes Highlight, schwer zu sagen, jetzt einen einzelnen Moment mitzunehmen. Klar, Torjubel gegen Schalke, das war schon ein geiles Ding, ehrlich gesagt. Das war sehr emotional. Aber im Grunde genommen ist es so, die ganzen letzten Wochen und Monate, wie wir miteinander umgegangen sind, wie wir auch schwere Situationen und Nackenschläge auch schon gemeinsam gemeistert haben, finde ich, ist das für mich ein absolutes Highlight, dann auch jeden Tag zu sehen, wie wir damit umgehen. Und von daher, das spürt man. Man spürt den Zusammenhalt im Club. Ich spüre komplette Unterstützung außerhalb der Mannschaft auch, von der Mannschaft. Und deswegen, wie wir getragen werden im Stadion, bei den Heimspielen, auswärts, wenn wir spielen, wie wir da unterstützt werden. Von daher ist es echt so, dass es für mich, wie der Verein sich aktuell entwickelt, ein absolutes Highlight, wie wir miteinander auch dann diesen Weg gehen. Und das würde ich als Highlight für mich empfinden. Mit dem Wissen, Leipzig war auch cool, fällt mir gerade ein, obwohl wir da verloren haben. Das war beschissen, aber so diesen ganzen Leute dort in Blau-Weiß zu sehen und eine zweite Halbzeit zu absolvieren, kriege ich jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, merke ich. Wie wir das absolviert haben, war auch geil, aber ja, es ist so dann auch, wie wir es gerade gesagt haben, so das komplette Programm in den letzten Wochen und Monaten. Ja, kann ich sagen, was die Freude angeht aufs Derby, klar, Vorfreude ist da, ich merke auch schon, selbst hier in Florida werden wir darauf angesprochen von dem einen oder anderen Hertha-Fan, was das Derby betrifft. Es ist uns bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist, keine Sorge. Und dennoch liegt erstmal der Fokus jetzt auf diese Trainingswoche. Dann erstes Spiel VfL Bochum, VfL Wolfsburg, all die englische Woche, die wir vorher haben. Aber es kann sich jeder sicher sein, dass wir uns darauf freuen und natürlich dann auch für uns in Anspruch nehmen, alles rauszufeuern, was wir im Tank haben. Ja, reichlich Fragen jetzt beantwortet. Konnte leider nicht alle beantworten, aber an dieser Stelle hat Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön nochmal und dann sehen wir uns im Stadion, freue mich darauf. Ciao.